Liebe Schwestern und Brüder, wir haben schon oft beobachten können, dass Jesus eine sogenannte offensive Reinheit vertritt. Nicht eine defensive, wie sie die Pharisäer beobachten, sehr genau und ernst beobachten. Das hat einen tiefen Sinn, auch diese defensive Reinheit. Aber sie ist ängstlich. Deshalb die ganzen Reinigungsvorschriften, die wir im Judentum finden. Jesus beachtet auch Reinheitsgebote, aber er vertritt diese Reinheit offensiv. Sie greift aus, sie hat sozusagen keine Berührungsängste. Wenn wir dieses Evangelium heute hören, da wir den Tag des heiligen Johannes des 23. feiern, dann ist man ja versucht, genau das, was uns immer in allen möglichen Artikeln oder auch in Büchern nahegebracht wird, genau auf dieses Schema hier anzuwenden. Da ist einer, der die Türen der Kirche und die Fenster aufgestoßen hat durch die Ankündigung des Konzils, der also sozusagen genau das macht, was Jesus hier im Evangelium will. Öffnung, nicht Verschließung, nicht eine vermauerte, verriegelte Kirche. Und wenn man nur das sieht, liebe Schwestern und Brüder, begründet man einen neuen Pharisäismus. Wir sind Zeitgenossen dieses neuen Pharisäismus, wenn wir denn den Pharisäern weiterhin Unrecht tun wollen und dieses Wort rein negativ besetzen. Alles ist abgeschafft, kann man bis heute noch hören. Wie oft erklingt der Satz, den man aus dem Mund von Priestern, gar aus Bischöfen, hat das Konzil abgeschafft. Und für alles wird dann der arme heilige Johannes der 23. verantwortlich gemacht. Ich glaube, wir müssen lernen, beides im Blick zu haben. Wir müssen die offensive Reinheit oder das Offensive, wenn wir das generalisieren wollen, das Offensive Jesu wirklich uns zu eigen machen. Aber dabei das andere nicht vergessen. Auch das sagt Jesus in einer Auseinandersetzung im Matthäusevangelium, genau zu diesen Fragen der Reinheit. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das ist eine wirklich jesuanische Devise, eine gute Devise. Wer sich selber die Wurzeln abschneidet, der ist nicht überlebensfähig. Jesus weiß das hier. Natürlich weiß er um die Provokation, die damit verbunden ist. Aber es ist der gleiche Jesus, der sagt, wer auch nur den kleinsten Buchstaben am Gesetz verändert. Ich bin gekommen, um zu erfüllen. Nicht um abzuschaffen. Das Abschaffen ist überhaupt keine christliche Tugend, weder in der Liturgie noch sonst im Leben. Hat abgeschafft. Das sollte eigentlich in unserem Wortschatz gar nicht vorkommen. Es sei denn, es geht um Übel, Missstände, Sünden. Da könnten wir mal anfangen abzuschaffen. Das wäre eigentlich ein sehr großes Betätigungsfeld. Daher wären wir, glaube ich, erstmal beschäftigt. Man immer wieder ist, kann man diese Falle sehen. Ich denke, es ist eine Falle des Bösen, in diese Falle zu tappen und sich auf eine Seite zu schlagen und sich als ganz toll zu finden, egal mit welchem Schlagwort wir das versehen, modern oder zeitgemäß oder wir erkennen die Zeichen der Zeit, ist eine Falle des Bösen, wenn wir das andere vergessen. Wir müssen immer ganz sein. Wir müssen den ganzen Glauben haben. Es gibt keinen Glauben nur für unsere Zeit. Es gibt entweder den Glauben, der in den Tagen Jesu und der Apostel wurzelt, der die Wurzel des alten Ölbaums Israel hat und der bis heute reicht, dessen Säfte wir ziehen, oder wir haben gar keinen Glauben. Wir haben nichts, rein gar nichts in der Hand. Das sind dann alles irgendwie frei erfundene, nette Sätze, aber es ist nichts. Nicht wert, dass es überhaupt aufgeschrieben oder erwähnt wird. Dem Vergessen schon anheimgegeben, bevor es bekannt gemacht wurde. Gerade Johannes der 23. ist so einer, der wirklich seinem Namen als Pontifex, als Brückenbauer Ehre macht. Wir erkennen in so vielen Dingen seine Heiligkeit, auch wo man ihn auf der einen Seite für sich beansprucht und auf der anderen Seite kritisiert. Naja, so ein paar Schwachpunkte hat er schon gehabt. Wenn er etwa die lateinische Sprache für die ganze Kirche als verpflichtend vorschreibt, ein Jahr vor dem Konzil.
Wir sehen mehrere solcher Dinge. Johannes der 23. ist, und deshalb konnte er eine Öffnung bewirken, ganz ein Mann, der in der Tradition der Kirche wurzelt und steht. Wenn man diese Wurzel nicht hat, bewirkt man gar nichts. Bewirkt man Konfusion, Chaos. Auch das konnten wir erleben und erleben wir auch heute. Umso wichtiger ist ein solcher Heiliger, dem wir uns wirklich ganz zuwenden sollen, weil wir an ihm, wie es die Gebete heute sagen, den guten Hirten erkennen. Jenen guten Hirten des Evangeliums, der wirklich beides tut, der die Erfüllung von Gesetz und Propheten ist, der die Pharisäer zum Nachdenken bringen will, aber nicht nur die Pharisäer damals, auch uns zum Nachdenken bringen will, ob wir nicht einer ganz neuen Heuchelei huldigen, indem wir nach außen hin alles schön modern polieren und innen hohl sind, nichts mehr haben. Das wäre verhängnisvoll. Wir sollten immer aus dem Evangelium und am Beispiel der Heiligen lernen.